Hi Leute und willkommen bei German Product Review. Ich mache heute ein Unboxing und Review zu dem Panasonic KX-TG6461. Das ist ein eine schnurgebundene Telefonbasis inklusive einem Mobilteil und dazu noch extra den Mobilteil KX-TG-A641, auch von Panasonic als zusätzlichen Mobilteil. Was kann dieses hübsche Ding? Hübsch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist nicht meins, also kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall haben wir einen 20 Minuten Anrufbeantworter. Dann haben wir 50 Telefonbucheinträge frei und diese Telefonbucheinträge werden auf einem dieser Geräte eingetragen, vorzugsweise auf der Basis, denn die Basis überträgt dieses Telefonbuch dann an alle weiteren Mobilteile, so dass man das Telefonbuch nur auf einer Sache, auf einem Gerät pflegen muss und es wird dann auf alle anderen übertragen. Das war bei vielen Telefonen, die wir jetzt hier im Haus hatten, ein kleines Problem. Aber das dürfte jetzt funktionieren. Oh, ich sehe sogar, wir haben 100 frei, nicht nur 50. Bin mir nicht sicher, was bei Amazon stand. Wir haben hier hinten die Informationen halt darüber, was hier alles steht, Anrufbeantworter, ca. 20 Minuten, großes Display, tralalala, 100 Telefoneinträge. Und ich würde mal sagen, wir machen das hier einfach auf. Hier oben. Ist sogar nicht zugeklebt. Cool. Kann man das hier rausziehen? Sieht so aus. Nee, sieht nicht so aus. Auf jeden Fall haben wir hier den Mobilteil. Sogar mitgelieferte Batterien, finde ich nicht schlecht. Dann den Hörer für die Basis. Das seht ihr gerade schlecht. Einen Moment. Okay, da ist gerade. Ach nee, hat sich schon verklemmt. Die Anschluss, wie man das Telefon anschließt. Gut, ich denke, das kriege ich auch so hin. Hier hinten haben wir noch den Basisteil, alles eingepackt in Folie und keine Ahnung, was das war. Irgendein Deckel. Das Kabel für Hörer und für Hörer und Basis, so rum. Dann ein Telefonkabel für in den Router. Aha, bin ein bisschen erkältet, Entschuldigung. Kann übrigens sein, dass ich gleich mal einen kleinen Cut machen muss, weil ich gerade sehe, dass der Akku leer ist. Dann das Teil hier für den Mobilteil. Dann haben wir hier, komisch, geht nicht raus, muss ich mal gucken, die Stromversorgung für den Mobilteil und eine Bedienungsanleitung und irgend so ein Sicherheitshinweis. Das im Lieferumhang enthaltene Telefonkabel wurde speziell für dieses Produkt entwickelt. Verwenden Sie nur dieses Kabel für den Anschluss an die Basisstation. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier einfach mal einen kleinen Cut und lade mal den Akku kurz auf und packe danach noch den Mobilteil hier aus. Ja. Ciao. So, machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Und zwar mit dem zweiten dazu gekauften Mobilteil, dem KX-TG-A641. Gibt's in folgenden Farben. Hier ist der Aufkleber für Silber drauf. Ich weiß nicht, hier vorne steht schwarz. Keine Ahnung, muss mal gucken, was für eine Farbe ist. Ist mir auch relativ egal. Ein zusätzlicher Mobilteil für die Basis. Man kann da bis zu 6 Mobilteile dranhängen, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher, keine Ahnung. Auch hier haben wir Batterien dabei. Das Telefon, also doch in Silber, nur die Verpackung ist schwarz. Auch hier steht drauf, wie man es zusammenbaut, anschließt, wie auch immer. Die Ladeschale. Auch hier eine Bedienungsanleitung. Und das Stromkabel für die Ladeschale. Und mehr ist hier auch
tatsächlich nicht drin. Ja, okay, machen wir später zu. Ja, also das ganze Gekrempel hier. Ja, keine Ahnung, der Rest liegt halt da unten. Ist da drinnen alles schön hübsch in Folie verpackt. Ich könnte natürlich nochmal die Basis zeigen. Ups, ich habe gerade, glaube ich, ein bisschen übersteuert. Also, so sieht die Basis aus. Ja, mein Stativ sind Bücher. Richtig professionell hier. Ja. Ich würde sagen, ach so, was ich vergessen habe zu sagen, genau. Der zusätzliche Mobilteil kostet 26,99 und die Basis inklusive Mobilteil kostet 71,48 Euro auf Amazon. Ja. Das war's dann, würde ich sagen, eigentlich zu diesem Unboxing-Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn es nicht so gefallen hat, lasst doch ein paar Tipps in den Kommentaren da. Oder gebt mir einen Daumen hoch, Daumen runter bitte mit Begründung. Und ja, könnt auch ein Abo dalassen. Ciao.